Kann man in Deutschland eigentlich noch frei seine Meinung sagen? Viele haben ja das Gefühl, das sei inzwischen gar nicht mehr so. Und es gibt neuerdings eine Studie, die genau untersucht hat, wie viele eigentlich dieses Gefühl haben und aus welcher Richtung, also politische Richtung, anderen Richtungen man so kommt, um verschiedene, ja, Gefühle zu diesem Thema Meinungsfreiheit zu sagen. Das Ganze nennt sich Freiheitsindex, ist erhoben worden von der Firma Mediatenor unter der Leitung von Roland Schatz. Und den habe ich jetzt genau hier in der Leitung, sodass er uns mal die wichtigsten Ergebnisse erzählen kann. Hallo Roland. Hallo Christian, schön, dich zu sehen. Klingt schon fast so, als hätten wir es auswendig gelernt, aber wir haben es gar nicht auswendig gelernt. Wir hatten nur eben so viel mit der Technik zu tun, dass wir noch gedanklich ganz woanders sind. Also, steigen wir ein. Du hast diese interessante Studie gemacht. Wie sieht es denn aus in Deutschland eigentlich? Haben die Leute das Gefühl, dass sie noch ihre Meinung sagen können? Es gibt welche, die sind voll davon überzeugt, dass sie es können und die haben auch gar kein Problem, aber es gibt eine immer größer werdende Gruppe und das ist mittlerweile leider die Mehrheit, 60%, die inzwischen sagen, ich traue mich, meine Meinung nicht mehr zu sagen. Und die Folien, die kann ich euch dann gerne mal hier zeigen. Genau die Zahlen, das ist die Umfrage, die vom Institut für Demoskopie in Ansbach seit 1953 gemacht wird. Wir sehen hier die Daten seit dem Fall der Mauer, also seitdem wir alle Deutschen fragen können. Und da kann man auf der linken Seite erkennen, unmittelbar nach dem Fall der Mauer waren 78% der Deutschen der Ansicht, ich kann meine Meinung sagen, mir passiert nichts. Und nur 16% hatten den Eindruck, es ist besser, vorsichtig zu sein. Und wenn man jetzt die beiden Linien Das näher. West- und Ostdeutschland zusammen damals, ja? Das ist seit 1990 beides zusammen. 1953 durften die Freunde von Allensbach ja schlecht nach Erfurt und nach Leipzig. Sonst wäre die Mauer vielleicht schon früher runtergekommen. Aber Spaß beiseite. Wenn man hier die beiden Linienverläufe sich anschaut, dann stellen wir fest, in diesem Jahr und gefragt wurde im Dezember, also vor 4 Wochen, zum ersten Mal gibt es mehr Menschen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, die also sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein, als die, die sagen, wieso denn, ich kann doch meine Meinung frei sagen. Und das haben wir uns dann genauer angeguckt, und haben versucht herauszufinden, gibt es bestimmte Themen, wo man sich sozusagen den Mund verbrennen kann. Und hier sind einzelne Beispiele, auch hier im Zeitverlauf von 1996. Da war eigentlich alles noch entspannt, ne? 16% haben gesagt, also ich kann ja auch über Muslime und den Islam reden, wie ich will. Ich kann über Frauenbewegung, Gleichberechtigung der Frauen reden, wie ich möchte. Über Behinderte, über Vaterlandsliebe, Patriotismus. Das sind nur jetzt Beispiele. Und jetzt schaut euch an, was passiert ist. Das hat sich massiv verändert. Man kann es auch genauer. Warte mal, bleib doch gerade noch mal bei der Grafik, die du uns eben gezeigt hast. Also höhere Werte heißt ja schlechter offenbar, ne? Also Genau, je ja. höher der Also, entsprechende Wert ist, ja, desto mehr Leute sagen, nee, darüber kann ich nicht mehr frei meine Meinung sagen. Ja? genau, ich kann mir den Mund verbrennen, wenn ich über Muslime oder den Islam mich so äußere, wie ich mich äußern möchte. Das heißt jetzt noch gar nicht, dass es etwas Positives oder etwas Negatives sein muss. Die gelbe Linie sagt, ich kann über das Vaterland, über Patriotismus reden, wie ich möchte. Und da verbrenne ich mir nicht den Mund, das ist die präzise Frage. Das war 1996, wir hatten das 15% die Ansicht, dass man sich da den Mund verbrennt. Jetzt ist es 38%. So liest du die Grafik. Und ich kann in der nächsten Folie dir dann nochmal zeigen, womit man sich alles so den Mund verbrennen kann. Das ist ein Beispiel, wie 2011 gefragt wurde. Es gibt Leute, die sagen, man sollte die Mauer wieder aufbauen. Das sollte verboten sein zu sagen, 32%. Damit kann man sich den Mund verbrennen, 61%. Frauen gehören an den Herd. Das sollte verboten werden zu sagen, 32%. Man kann sich damit den Mund verbrennen, 56% und so weiter und so fort. Also jeder versteht. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das? Wir kennen ja auch das Beispiel mit Gendern, wo man feststellt, dass die Bevölkerung eben sagt, ich halte das für übertrieben oder ich halte das nicht übertrieben. Hier in der Frage, man sollte in persönlichen Gesprächen immer darauf achten, dass man mit seinen Äußerungen niemand diskriminiert oder beleidigt. Daher sollte man zum Beispiel neben der männlichen auch immer die weibliche Form benutzen. Sehen Sie das auch so oder finden Sie das übertrieben? Und da siehst du, wie plötzlich das, was in bestimmten Medien als Standard gesetzt wird, nämlich man sollte gendern, von der großen Mehrheit der Bevölkerung aber so gar nicht geteilt wird.
Und Also das wir heißt, was sind. wir hier sehen, ist, dass, weiß ich, zum Beispiel hier 77% der Männer oder auch 65% der Frauen sagen, nee, das mit diesem Gendern, das ist völlig übertrieben. Ja, und ein relativ kleiner Anteil, nämlich 15 und 24% sagen, ja, das finden sie gut. Ja, Genau, also so das heißt, ist der ganz überwiegende Teil, ja, also sind ja immerhin so um die 70%, 71%, wenn wir alle zusammennehmen, sagen, nee, das wollen die überhaupt gar nicht. Ne? Das ist ja auch schon mal eine genau. interessante Größe eigentlich. Richtig. Und damit nähern wir uns immer mehr auch dem Erklärungsansatz, woher das kommt. Und dann, das ist ja wichtig, wie wir es wieder geändert kriegen, sodass wir wieder so Werte bekommen wie Anfang der 90er Jahre, wo die Menschen eben gesagt haben, ich kann sagen, was ich will, weil das ist ja enorm wichtig für die Demokratie. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Wäre ich also hier gendern, aber nach Parteizugehörigkeit, weil wird für den Verlauf unserer Diskussion auch noch wichtig. Denken Naja, alle warte, das sollten wir gleich, vielleicht oder doch ist mal egal? genauer angucken. Also es ist immer gut, wenn wir auch ein bisschen über die Zahlen sprechen, weil ja manche Leute nur Genau. zuhören und zugucken, ja, dass wir vielleicht nochmal die wichtigsten Sachen sagen. Was ich hier jetzt erstmal das Auffälligste finde in der ganzen Grafik, ja, also die Frage, Gendern, wer ist dagegen? Ja? Bei der AfD sind es sage und schreibe 98%, ja, die sagen, das finden sie nicht gut. Ja? Genau, aber du siehst auch bei den Grünen, nur 25% sagen, ich finde das so, aber 65% der Grünen finden Gendern übertrieben. Ja, interessant ist auch die Linke, ja, bei denen nur 13% sagen, das finden sie Genau. gut. Daran merkt man, dass sich offenbar die Parteiführung, gerade auch der linken Parteien, völlig von ihrer Basis zu lösen, scheint, So ist es. oder? Also, das Genau. kann man ja eigentlich nicht anders interpretieren. Genau, und das ist der, und wir sehen es ja, also sie haben sich zuerst von ihrer Basis gelöst und jetzt können sie sich aus dem Parlament verabschieden, weil sie einfach Angebote machen, die von den Menschen nicht mehr als, oder von der Gruppe, die bislang für die Linke war, die haben gesagt, die sind einfach jetzt nicht mehr auf dem Level, auf dem wir sie sehen wollen und dann wenden sie sich anderen zu. Naja, es ist offenbar eben gar keine linke Politik, die dort gemacht wird, sondern irgendwas ganz anderes. Ja? Das ist schon Genau. interessant. Interessant finde ich übrigens auch, dass bei den verschiedenen Parteien die Zahlen hier fast überall gleich sind. Ja? Also weiß ich, bei So der ist es. CDU jetzt 19% dafür, ja, bei weiß ich, den Grünen sind es 25%, aber das ist eine ganz ähnliche Größenordnung. Und dagegen sind eigentlich immer so um die 70%. Ja? Also Genau. gegen Gendern. Ja? Das ist ja schon eine Größe, die wirklich sehr verblüffend ist. Ja. Gehen wir mal weiter. Wir hatten ja andere Beispiele noch. Darf man denn überhaupt noch Zigeunerschnitzel sagen? Auch hier können wir feststellen, das ist eine Diskussion, die einfach in der Bevölkerung überhaupt nicht greift und nicht ankommt. Also Wir das wollen heißt, weiter, wie ist was das war das? hier, dass man es weiterhin sagen können soll, sagen 77%, ja, das wollen die. Okay. Ich meine, Genau. es ist ja auch in gewisser Weise absurd, dass man das irgendwie mit Diskriminierung oder sowas verbindet. Ja, das ist ja mehr ein Eigenname geworden eigentlich. Aber okay, gut. Also das heißt, es scheinen ja 77% der Bevölkerung scheinen das ja tatsächlich auch so zu sehen. Ne? Genau. Und du kannst im Prinzip bei den Unentschiedenen, denen ist es offensichtlich nicht besonders wichtig. Na, Ja. also wichtig ist, dass man sich anguckt, sozusagen, wer folgt diesen Vorschlägen und das sind gerade mal 12%. Gehen wir mal eins weiter, Negerkuss. Besser nicht mehr sagen, 22%. Also das ist auch nicht die Mehrheit. Und zwar weit Und davon weiterhin entfernt. sagen wollen, ist 68%. Ne? Ich meine, Genau. das ist ja auch ein interessanter Aspekt, den ich meine, beobachtet zu haben, dass viele Leute das im vertrauten Kreis tatsächlich ganz normal verwenden, solche Namen, ja, und dann nach außen Logisch. hin auf einmal das Gefühl haben, oh je, das darf man ja gar nicht mehr sagen, ja. Genau. Also das habe ich schon durchaus häufiger mal beobachtet, ja. Ja, alle, die wir Kinder haben, wir kennen das ja gut, weil früher haben wir zum Negerkusswettrennen eingeladen oder haben das gemacht. Und jetzt musst du dir ein neues Wort dafür andenken, weil das Spiel selber ist ja ein begehrtes und lustiges Spiel. Naja, die Firma Dickmanns wird sich freuen, denn das ist ja fast ein bisschen so das Synonym dafür geworden, oder? Ich kenne Genau, sehr viele, die richtig. einfach nur noch Dickmänner dazu sagen oder Dickmanns. Ja. Wir machen mal weiter. Das ist eigentlich das Entscheidende und der Trend und auch das, was Hoffnung macht, dass nämlich mittlerweile die Deutschen auch erkennen, dass von diesen Verboten wir mit den Verboten eigentlich herzlich wenig erreichen. Und generell ist jetzt der Ruf, dass wir weniger Verbote machen, ist klar zu vernehmen. Nur noch ein Drittel sieht das Heil in Verboten. Und wo das herkommt und wer das mit beeinflussen kann, das zeige ich jetzt dann, weil wir eben mitgefragt haben,
Woher beziehen die Leute eigentlich die Meinung, ihre Informationen, wenn sie sich über Politik oder über Gesellschaft oder über Gesundheit informieren? Und da sind es. Darf ich gerade mal bei den Verboten bleiben? Ja. Also das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt eigentlich, ja, weil es ja eigentlich so ein bisschen Hoffnung gibt. Ja. Was genau habt ihr euch da angesehen? Also ihr habt euch angesehen, habt einfach eine Liste gegeben mit jede Menge verschiedenen Dingen, die man so verbieten können wollte. Ja. Genau. Und habt dann einfach gesagt, wer eine bestimmte Anzahl von Verboten befürwortet, der kommt hier mit rein, ja, der wird hier mitgezählt. Und das sind die Balken, die wir sehen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist jetzt sozusagen die Quintessenz. Ich könnte auch noch mal, aber das schaffe ich jetzt heute ja, nicht. Die Details brauchen wir jetzt gar nicht, ja, aber das ist erstmal das, was wir als Grafik sehen. Der generelle Trend ist, mit Verboten kommen wir offensichtlich nicht weiter, sondern wir müssen überzeugen, wir müssen miteinander reden. Und das ist es wesentlich eher das, was die Deutschen wollen. Naja, neuerdings, oder sie entwickeln sich in diese Richtung. Ja. Ich finde das ja schon ganz interessant. Das heißt, also im Jahr 2011 haben noch 44% bei einem sehr großen Teil dieser Dinge gesagt, ja, da wollen wir Verbote, die fordern wir. Und diese Zahl ist im Zeitablauf ja runtergegangen, ja, auf jetzt 34%, wobei man natürlich der Gerechtigkeit halber sagen muss, das schwankt so ein bisschen, nicht? Das geht immer mal runter und hoch. Also da gibt es ja wahrscheinlich so ein Konfidenzintervall, in dem das liegt. Ja. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist so, sagen wir mal, eine begrenzte Hoffnung, die wir hier haben können, dass die Leute sich eher gegen Verbote richten. Nicht? Also ganz eindeutig scheint mir dieser Trend nicht zu sein. Ja, aber weißt du, wenn es eben jetzt nur noch ein Drittel ist, das macht Hoffnung und wir kommen am Ende zu einer anderen Frage, wo man dann feststellen kann, dass die Hoffnung wirklich begründet ist. Okay. Na gut, dann teile ich erstmal deine Hoffnung. Genau. Woher kommt das? Wir haben die Menschen natürlich gefragt, woher sie ihre Informationen beziehen. Und da sagen die Deutschen zu 72%, dass die Hauptinformationsquelle ARD, ZDF sind, die Hauptnachrichten. Zu 60% sagen sie dann das Radio, also Deutschlandfunk etc. Und deswegen habe ich hier mal ein paar Daten mitgebracht, damit man verstehen kann, woher das kommen könnte, dass die Menschen sagen, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung zu sagen. Weil wenn sie unverändert so stark sich bei ARD und ZDF und dann auch beim Deutschlandfunk informieren, dann trauen sie sich ja das zu sagen, was ARD und Deutschlandfunk und ZDF sagt. Wenn du aber hier am Beispiel, wir erinnern uns an Covid, Beispiel, die tiefblaue Linie der Balken ist, das war die Position, die Herr Drosten vertreten hat, die war sehr prominent zu sehen in der Tagesschau, in heute und auch beim Deutschlandfunk. Aber das, was sein Kollege aus Bonn, der Professor Streeck, erforscht hatte und der eben sagte, wir brauchen vielleicht nicht den Lockdown und wir finden andere Varianten. Das war kaum sichtbar. Wenn du jetzt aber zu denen zählst, die eher sagen, ich sehe doch, wie die Schweden das machen, ich sehe, wie die Schweizer das machen, die gehen da ganz anders mit dem Lockdown um, aber du kannst das so nicht mehr in deinem Informationssender finden, dann beginnst du die Klappe zu halten. Also du meinst, das Hauptproblem besteht darin, dass die Leute die veröffentlichte Meinung als die gefühlt zulässige Meinung interpretieren? Das ist die offizielle Meinung und das ist ja auch das, was Klaus Kleber, der Chefmoderator in dieser Zeit beim Heute-Journal selber gesagt hat, als Selbstkritik. Er hat gesagt, wir haben die Rolle eines Pressesprechers übernommen, wir waren quasi wie der Minister und haben den Menschen gesagt, was sie zu machen haben. Das ist aber nicht unser Job. Ende des Zitats. Er hat recht, aber er hat es nicht gemacht. Mhm. Sie haben genau das gezeigt, was Angela Merkel wollte. Angela Merkel hat alles als alternativlos dargestellt, obwohl sie wusste, dass es falsch war. Meine Kinder in der Schweiz sind die ganze Zeit, bis auf kurze Ausnahmen, zur Schule gegangen. Die Firmen waren offen. Man ging ganz anders miteinander um. In Schweden ging es genauso. Und 3 Jahre danach kann man feststellen, die Schweden und die Schweizer haben nicht alles falsch gemacht. Und im Übrigen, wenn man dann fragt, zu welcher Regierung hast du Vertrauen, haben die Schweizer zu 66% Vertrauen zu ihrer Regierung, die Deutschen haben es nur noch zu 33%. Das eine ja, ich meine, das mit den Schulschließungen, das ist natürlich schon auch wirklich ein Ding. Wir haben jetzt bei der PISA-Studie haben wir die Klatsche dafür gekriegt. Ja, habe ich ja vor kurzem ein Video dazu gemacht. Ja.
Und das ist natürlich zum ganz großen Teil die Folge dieses Lockdowns. Ja. Da werden Leute ihr Leben lang, denen wird ein Schuljahr fehlen, ja, ungefähr in der Größenordnung. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Ich würde gerne noch mal kurz bei der Folie bleiben, die du uns hier zeigst. Also das heißt, bei der ARD-Tagesschau, das habt ihr auch einzeln ausgewertet. Ja. Ich habe immer so eine Strichliste gemacht und gesagt, wie oft haben die den einen oder den anderen Virologen zu Wort kommen lassen. Ja. Ist das das, was die Balken hier zeigen? Genau, das sind alle Beiträge, wo Wissenschaftler sichtbar waren. Das auf der rechten Seite siehst du dann die ganzen Universitäten und auf der linken Seite mit den drei Balken tiefes Blau und Türkis haben wir mal für die beiden Wissenschaftler, die die unterschiedlichen Positionen repräsentierten, haben wir es abgebildet für die gesamten Sendungen, in denen die beiden aufgetaucht sind. Und da ist eben dieses extreme Position beziehen seitens ARD, ZDF und Deutschlandfunk mehr als offensichtlich. Das ist ja, das heißt, die ARD beispielsweise, in der Tagesschau, die haben also offenbar über 90% Drosten gezeigt? 95%. Okay, ja, also 95% Drosten, ja, und dann die restlichen 5% überhaupt nur noch Streeck, ja, also von, wenn wir nur genau die beiden miteinander vergleichen. Genau. Ja. Der Deutschlandfunk liegt da ja etwas ausgewogener, aber es sind ja immer noch so in der Größenordnung von 75% Drosten. Also das heißt, in den Öffentlich-Rechtlichen wurde es gewissermaßen als eine wissenschaftliche Position, als die wahre Position dargestellt und die andere offenbar mehr als so eine etwas seltsame Außenseiterposition, ja, was ja schon erstaunlich ist, ne? So ist es. Jetzt habe ich es nach Altersgruppen gezeigt. Also die Jungen, 16 bis 29 Jahre, da sind es noch, jedes zweite Jugendliche sagt, ich traue mich meine Meinung zu sagen, ich kann frei reden. 32%, ein Drittel sagt, es ist besser vorsichtig zu sein. Jetzt gehen wir immer mehr nach rechts, 30 bis 44 Jahre ist schon die Mehrheit, die sagt, ich bin lieber vorsichtig. Das sind Leute, die im Beruf sind. 45 bis 59, das sind die, die dann auch oft führende Positionen haben, trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Und dann die Senioren 38 zu 46. Das ist nichts, worauf wir stolz sein können. Also das heißt, je älter die Altersschicht ist, die ihr da erhoben habt, desto eher haben die Leute das Gefühl, dass man nicht mehr frei seine Meinung sagen kann. Ja? Genau. Was natürlich auch eine interessante Größe ist. Es kann daran liegen, dass sie entweder eine andere politische Ausrichtung haben als die anderen, oder dass sich die einen schon so sehr an die Normalität der veröffentlichten Meinung gewöhnt haben, dass sie gar nicht mehr merken, dass das in eine andere Richtung geht von Meinung als das, was sie vielleicht im anderen Fall gehabt hätten. Ja, ja und welche Erklärungsansätze gibt es noch, die dahinter stehen? Ja? Dass sie vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben, wie negativ es sein kann. Kann ja auch sein. Ja, ja, und wir kommen jetzt gleich nochmal zu anderen Gruppen, deswegen wollte ich mal weitermachen. Ost-West, du siehst immer noch im Jahr 2023 Unterschiede. Also das heißt, in Ostdeutschland ist es so, dass der ein größerer Anteil sagt, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Genau. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass die wahrscheinlich da sensiblere Antennen dafür haben. Ja? Die werden das wahrscheinlich schneller wahrnehmen, weil sie ja die ganze Zeit das am eigenen Leib gespürt haben. Ja? Das heißt, da würde ich denen eigentlich eher das sensiblere zutrauen als den Westdeutschen. Unbedingt. Jetzt gehen wir mal weiter nach Bildung. Der Bildungsgrad. Die auf zur Hauptschule gegangen sind, trauen sich nur zu 28% ihre Meinung zu sagen. Mit mittlerer Reife 35%. Abiturienten, und das sind dann halt diejenigen, die die Nachrichtenprogramme auswählen bei ARD und ZDF und beim Deutschlandfunk 51%. Das ist für also mich. Also bei höherer Bildung hat man das eher das Gefühl, dass man seine Meinung sagen kann. Ja, das ist ja schon mal ganz interessant. Das könnte natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass man mit höherer Bildung eher weiß, wie man Dinge zu formulieren hat, so dass sie nicht justiziabel sind, um das mal so zu sagen. Ne? Sie werden eigentlich die gleichen Sachen gesagt, aber sie werden besser getarnt. Das kann natürlich auch Folge davon sein. Das ist der eine Punkt und wir sind es einfach gewohnt, Pro und Contra auszuhalten. Das ist das, was man an der Uni lernt, das ist das, was man im Gymnasium lernt. Das ist aber das, was du, wenn du schon mit 16 die Schule verlassen musst, da hast du das nicht gerade geübt. Und wie willst du dann an deinem Arbeitsplatz das dann umsetzen? Ja, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich dieser Aspekt hier ist. Also es geht hier nicht um Diskussionskultur oder so etwas, sondern es geht ja darum, wie man gefühlt wahrnimmt, ob man dadurch materielle Nachteile hat, ja, um sich herum, wenn man seine Meinung sagt. Und das scheint eben dann höher ausgeprägt zu sein, dass man also eher Angst davor haben muss, ja, wenn man sozusagen direkter spricht,
Ja, so würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Müsste man natürlich mal gucken, wie man das mit Daten untermauern kann, ja. Aber das wäre meine erste Idee, woran das liegen kann. Ja, ich gucke jetzt mal eins weiter, weil das ist die eigentliche Überraschung. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem mit den, also Volkshauptschule, ja, dass da ist häufig ist, das so, also oft gesagt wird, 53% ist besser, vorsichtig zu sein. Das kann natürlich daran liegen, dass man dort wirklich eher Klartext spricht. Ja, dass man dort nicht um den heißen Brei herumredet, sondern Klartext spricht und deshalb auch schneller diese Erfahrung gemacht, dass irgendwer anders einen sofort angeht deshalb. Ja, wogegen dann diejenigen mit Abitur oder sowas, die reden so ein bisschen um den heißen Brei rum und sowas und können sich da eher rauslavieren. Also das wären solche Sachen, wo mir gleich einfällt, was man für Folgeforschung machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt schau dir mal das an. Es gibt nur eine Partei, wo die Menschen sagen, ich traue mich, meine Meinung zu sagen. Das sind die Grünen. Alle anderen es nicht. Also 75% der Grünen sagen, man kann frei reden. Ja, nur 19% sagen, das könne man nicht. Ja, vergleichen wir das mal mit der FDP. Da sagen ja immerhin 57%, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Und nur 28% sind der Ansicht, man kann frei seine Meinung sagen. Ja, also die FDP kriegt eigentlich fast am stärksten ab, fast gleich stark wie die AfD, bei der 62% sage und schreibe, sagen, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Ne? So ist es, genau. Und das ist das zentrale Ergebnis, insbesondere wenn du jetzt im Hinterkopf hast, dass ja immer wieder Umfragen gemacht werden unter denjenigen, die bei ARD, ZDF und beim Deutschlandfunk neu anfangen. Ja, ja. Und dort ist es so, dass das ist keine 100% Untersuchung gewesen, also 100% stichhaltig, aber man weiß, dass unter all denen, die sich neu bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk in den letzten Jahren beworben haben, zu 93% den Grünen zuneigen. Ja, wobei diese Studie, ich habe die auch gesehen, aber die hatte einige methodische Fehler. Ja? Also sagen wir mal, es ist ziemlich eine Mehrheit, ja, aber die sehr starken Zahlen, die damals rausgekommen sind, die können auch ein methodisches Artefakt gewesen sein. Ja? Aber ja, die sind kein methodisches Artefakt. In dem Moment, wo du mit denjenigen redest, die bei ARD, ZDF und beim Deutschlandfunk die Personalauswahl tatsächlich betreiben. Und die streiten das Ergebnis nicht ab, sondern die argumentieren eher, ja, wir kriegen ja nur diejenigen, die sich bei uns bewerben. Bei uns bewirbt sich ja kaum einer von der FDP oder der FDP zuneigt oder der Union. Und da kann ich nur sagen, das ist ja ungefähr so, wie wenn sich bei Daimler demnächst nur noch Pfarrer bewerben, dass dann der HR-Chef zuckend dem Chef von Daimler sagt, ja, das ist halt, da müssen wir dann mit Pfarrern arbeiten. Dieser HR-Mensch, dieser Personalchef bei Daimler wäre schon längst rausgeflogen. Während bei ARD, bei ZDF und beim Deutschlandfunk können diese Personalverantwortlichen weitermachen. Das ist unser Grundproblem. Wenn du doch selber weißt, dass bei dir mit Schlagseite die Leute sich bewerben, dann musst du alles drum tun, dass sich das ändert. Du kannst das doch nicht schicksalshaft zulassen. Ja, da ist was dran. Da müssen wir vielleicht aktiv dagegen arbeiten. Ne? Ja, nicht vielleicht. Streiche vielleicht. Ich sage dir ein Zitat von Michael Jungblut. Der war ja lange der Wirtschaftschef beim ZDF. Der berichtete uns, dass wenn neue Mitarbeiter zur Auswahl standen, hob er immer die Hand und sagte, ich hätte gerne jemanden, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Dann wurde einmal kräftig gelacht und dann wurden wieder weiter in der Wirtschaftsredaktion beim ZDF Leute eingestellt ohne wirtschaftswissenschaftliches Studium. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein eigenes Thema, wenn das tatsächlich so ist. Ja, ja, das muss man, findest du überall. Das hat der damalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Mahnholz, genau gewusst, und das war einer der Gründe, weshalb wir damals die Sammelpetition gemacht haben. Hier siehst du jetzt mal, was dann hängen bleibt. Trauen sich die Leute, ihre Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit? Nur 21%. Trauen sie sich, ihre Meinung zu sagen im Internet? Nur 15%. Aber im Freundes- und Bekanntenkreis 58%. Das sind im Übrigen noch nicht mal 100. Ja, was für eine was ja ein katastrophales Ergebnis ist, ja. Wenn 58% nur noch sagen, man kann selbst im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis seine Meinung nur noch frei sagen. Ja, das ist ja wohl, der absolute Hammer. Ja. Ich glaube, wir müssen ja auch noch eine andere Sache sagen. Ja, also es gibt ja immer wieder dieses Argument, naja, seine Meinung sagen können, da muss man manchmal auch so ein bisschen Widerspruch ertragen. Ich denke, Widerspruch zu ertragen, das ist ja noch eine Sache, aber hier ist ja nach was anderem gefragt. Ja? Hier ist ja danach gefragt, kann man diese Meinung äußern
Oder muss man da vorsichtig sein? Und das heißt ja, dass die Leute Angst haben vor materiellen Konsequenzen. Ja, das heißt, dass sie Angst haben müssen, dass auf einmal bestimmte Dinge umdefiniert werden und dann als Hate Speech dargestellt werden, ja, die man plötzlich nicht sagen darf, obwohl, wenn man das Vorzeichen ändert, die gleichen Dinge gesagt werden dürfen und zwar strafbewehrt. Ja, das muss man sich ja vorstellen im Augenblick. Das ist ja nicht mehr einfach nur so, dass man da Gegenwind bekommt, sondern es gibt ja jede Menge Sachen, die bis hin zur Staatsanwaltschaft gehen, die völlig asymmetrisch sind. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir hier haben. Ja, oder dass es plötzlich materielle Konsequenzen hat, dass Leute ihren Job verlieren, auch asymmetrisch, ja, dass man also in der einen Richtung lügen kann, in der anderen nicht. Also das ist ja das, worum es hier gefühlt gerade geht. Ja, es ist ja keine Erhebung, ob das stimmt, ja, müssen wir ja auch sagen. Keine objektive Position, dass es tatsächlich diese Art von Asymmetrie gibt, sondern ob es hier eine gefühlte Asymmetrie gibt. Ja? Und hier eine Richtung fühlt eben, dass diese Asymmetrie da ist. Ich glaube, so müssen wir das auch darstellen. Ja? Denn sonst weiß ich genau, wird in den Kommentaren nur drinstehen, ja, er muss Gegenpositionen aushalten. Und das ist natürlich klar, natürlich muss man Gegenpositionen aushalten. Nur wenn die eine Position strafbar ist und die vollkommen symmetrische nicht, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn das so gefühlt wird, dass es so ist, dann haben wir ebenfalls ein Problem. Ja, das heißt ja noch gar nicht, dass es objektiv stimmt. Das heißt ja erstmal nur, dass es so gefühlt wird. So ist es. Und jetzt guck mal ins Internet. Die ganze Welt glaubt, die Zukunft ist das Internet. Und wo sagen wir dann am wenigsten unsere Meinung? Im Internet. Ja, wobei das ist ja nicht ganz die richtige Interpretation, sondern wo hat man das Gefühl, dass man sich frei äußern kann. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Sache. Kann ja sein, dass die Leute trotzdem trauen, das dort zu machen. Aber das Gefühl ist erstmal ein anderes. Ne? Ja, oder es sind halt ganz bestimmte Leute, die sich noch trauen und andere nicht. Und damit kommen wir zu den gleichen Verzerrungen wie in den klassischen Medien. Woher kommt das? Es gab früher mal einen schönen Test, den Salomon Esch gemacht hat. Das ist eine Schulsituation. Wir hatten einen Lehrer gehabt. Der Lehrer sagte, Mensch, Christian, ich habe ganz vergessen mein Buch. Könntest du das nochmal gerade aus meinem Büro holen? Und du gehst dann weg und die anderen Schüler bleiben im Schulraum. Und dann sagt der Lehrer, ich mache mit euch jetzt gleich einen Test und male 3 Linien an die Tafel. Und die 3 Linien sind nicht gleich. Die sind nicht mit dieser Referenzlinie, die wir links sehen, ident, sondern 2 sind offensichtlich kürzer geraten. Wenn jetzt Christian gleich zurückkommt, dann werde ich 6 von euch fragen, wie die Linien sind, ob die alle gleich sind oder ob die nicht gleich sind. Und die 6, die ich euch jetzt als Erste dann frage, bevor ich Christian frage, tut mir den Gefallen und sagt bitte, dass alle 3 Linien gleich sind. Das ist zwar falsch. Na, warte mal, das war nicht genau, dass alle 3 Linien gleich sind, sondern die Frage war, mit welcher Linie in der Länge die übereinstimmen. Ja? Das spielt überhaupt keine Rolle. Was ich sagen will, ist, die Person kommt wieder zurück ins Klassenzimmer und der Lehrer fragt Schüler 1, sind sie gleich, sind sie nicht gleich? Und Schüler 1 sagt, sind alle gleich. Schüler 2 sagt, sind alle gleich. 3, 4, 5. Und dann kommt die Testperson dran, die nicht dabei war, von der Absprache nichts weiß. Und der Lehrer fragt die Testperson, sind die Linien gleich oder sind sie nicht gleich im Vergleich zur Referenzlinie? Und im Schnitt in allen Ländern, in denen dieser Test gemacht wird, sagen in den besten Ländern 70% kippen um. In Norwegen sind es 90%. Diesen Test, den muss man sich im Kopf behalten, wenn man den Freiheitsindex sich vor Augen führt. Das ist das, worüber wir reden. Wir trauen es uns nicht mehr, obwohl wir wissen, es ist anders. Ja, dieses Asche-Experiment ist schon wirklich eine sehr interessante Sache. Ja. Das, was übrigens da auch sehr interessant ist dabei, dieser Hang, etwas zu sagen, obwohl man weiß, dass es falsch ist. Das kann man selbst dann erreichen, selbst wenn man vorher dieses Asche-Experiment zeigt. Ja, also man kann das erklären, und dann kann man kurz darauf in etwas anderem Setting die gleiche Sache machen und man fällt wieder drauf rein. Ja, ich habe das auch einmal am eigenen Leib erlebt. Ja, das ist ein ganz seltsames Gefühl, dass man genau weiß, das eine gilt und man sagt das andere. Ja, ganz verrückte Sache ist das. Gehen wir mal wieder zurück zu unserer aktuellen Frage. Ich spreche so, wie ich möchte und ich lasse mir dabei nichts vorschreiben. Vor 4 Jahren haben das immerhin noch 50% gesagt. Jetzt sind es nur noch 33%.
Das heißt, auch das hat sich drastisch verändert im Laufe der letzten Jahre. Ja? Immerhin, vor ein paar Jahren haben wir 50% gesagt, sie lassen sich das nicht vorschreiben, jetzt sagen es gerade nochmal ein Drittel. Ja, eine einzige Katastrophe. Die Frage lautet hier, ist es Ihnen in den letzten Jahren passiert, dass Sie Ihre Meinung zu einem politischen Thema geäußert haben und andere Sie dafür angegriffen haben? Oder ist Ihnen das in den letzten Jahren nicht passiert? Okay, ich fasse mal zusammen, was wir hier sehen, was mich gleich völlig schockiert. Bei SPD und Grünen sagen zwei Drittel, nö, das ist mir noch nie passiert. Ich bin noch nie angegriffen worden wegen der Position, die ich vertrete. Ja? Gucken wir uns dagegen die anderen an. Beispielsweise die AfD sind 54% deswegen angegriffen worden. Ja? Das ist schon interessant. Ja? Oder auch die FDP. Ja. Wir reden über Freiheit und die erleben das. Wir gehen mal eins weiter. Haben Sie in den letzten Jahren im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass jemand anderes seine Meinung zu einem politischen Thema geäußert hat und dafür angegriffen wurde? Oder haben Sie das in den letzten Jahren mitbekommen? Mhm. Diejenigen, die sagen, ich habe das nicht mitbekommen, sind nicht gerade enorm viele. Ich habe das stimmt, es sind nicht so viele, aber vor allen Dingen, was auch hier wieder das Erstaunliche ist, SPD und Grüne sagen, gar kein Problem, sowas habe ich noch nicht mitbekommen, ja, immerhin über die Hälfte bei denen jeweils. Ja. Dagegen gucken wir uns beispielsweise hier mal die FDP an, die sagen 57% sagen, das habe ich mitbekommen. Ja. Also das heißt, von den FDP-Leuten kriegen immerhin fast zwei Drittel in der Größenordnung, ja, kriegen mit, dass jemand anders für seine politische Position angegriffen wird. Ja. Mehr übrigens als die AfD. Und da so sehen wir uns auch, dass die FDP offenbar von den Nicht-FDP-Leuten ja wahrgenommen wird als so eine Art AfD-Leid. Ja, und das, obwohl die FDP selber sich ja immer betont links gibt. Ja, also in den Sachen, die sie machen. Also das finde ich schon sehr interessant, dass die FDP offenbar selber überhaupt gar nicht weiß, wie sie wahrgenommen werden. Ja, und wenn du dir überlegst, dass nur 34% bei den FDP-Anhängern das nicht mitbekommen haben, was macht das mit den Menschen, die sich überlegen, ich stelle mich jetzt auf, ich übernehme ein Amt innerhalb der FDP. Naja. Die wahrscheinlich. Aber was ich wirklich am krassesten finde bei diesen Zahlen, das ist, dass wirklich SPD und Grüne mit Abstand am meisten Mainstream sind. Ja? Die also sagen, ja, ganz gar kein Problem, da kann man seine Meinung völlig frei äußern. Deshalb verstehen die wahrscheinlich überhaupt gar nicht, was denn das Problem ist, dass andere sagen, sie können die Meinung nicht frei äußern. Ja, wahrscheinlich verstehen die das nicht, weil die diese Diskriminierungserfahrung, das ist es ja eigentlich, ja, weil die selber nicht gemacht haben. Das ist wirklich interessant. Genau, das ist das Kernproblem. Gucken wir mal noch die Mediennutzung. Ich hatte das vorhin angedeutet. Insgesamt 72% aller sagen, ich beziehe meine Informationen von ARD und ZDF. Und wenn wir jetzt mal bei den Jungen, also unter 30 Jahre, da sind es immer noch 56%. Beim Radio 62% und bei den Jungen 46%. Das ist das, weshalb wir uns so drum bemühen müssen, dass ARD, ZDF und Deutschlandfunk endlich sich an das halten, was der Gesetzgeber ihnen vorgeschrieben hat, damit sie überhaupt die Gebühren bekommen dürfen, nämlich Vielfalt integrativ. Die sollen die Nation zusammenbringen und nicht auseinander dividieren. Die sollen eben nicht die Welt nur aus der Sicht so darstellen, dass sich SPD-Anhänger und Grüne wohlfühlen. Das ist aber genau das, was sie machen. Mhm. Das kann man dann weiter runter scrollen bis ins Einzelne. Und jetzt gehen wir mal hin bei sozialen Netzwerken. Wie häufig nutzt man das? Und wer sagt, das kommt eigentlich nicht besonders oft vor, dass ich dort etwas schreibe oder dass ich poste? Guck dir das Ergebnis mal an. 83% sagen, kommt eigentlich nicht vor, selten, nie. Häufig, ab und zu 15%. Unterscheidet sich logischerweise nach Altersstruktur. Aber es ist eben nicht das, als das, was es uns vorgegaukelt wird, dass alle Welt in den Social Media aktiv ist. Ja, wobei natürlich diese Zahlen auch durchaus andersrum interpretieren kann. Ja, guck mal, wovon wir hier sprechen, sind ja eigentlich Creators, wie man die heutzutage so schön neudeutsch nennt. Ja, also in der Vergangenheit hätte man vielleicht im weiteren Sinne gesagt Journalisten. Und du kannst die Zahlen ja auch andersrum lesen. Du kannst ja sagen, bei den Jungen,
sind immerhin 28%, also fast ein Drittel, betätigen sich journalistisch. Ja, wenn du die Zahlen so umsiehst, dann finde ich, ist das eigentlich auch wieder ein recht positiver Wert. Also als Journalist in der fünften Generation würde ich jetzt nicht all das, was ich so auf TikTok und Facebook sehe, als Journalismus beschreiben wollen. Aber ja, aber ich glaube, im weiteren Sinne kann man das schon so machen. Das ist bestimmt die Arroganz des Journalisten in fünfter Generation. Oder des Spieltheoretikers. Gucken wir mal genauer rein. Nach denjenigen, die Parteizugehörigkeit haben, wer nutzt das? Da ist interessant, dass die FDP-Angehörigen die größte Gruppe sind. Die sagen, ich nutze Facebook, ich nutze TikTok. Ja, aber aktiv, ne? Genau. Also ich nutze es aktiv, um meine Informationen loszuwerden. Da kommen wir dann nachher drauf, weil es logischerweise, das Internet ist ja nicht das Internet, sondern ist vielfältig. Und da haben sich mittlerweile Forengruppen gefunden, wo sie dann das Gefühl haben, sie können sich dort in einer Art und Weise ausgesprochen gut austauschen und das nutzen sie dann. Ja, gut, das ist schon sehr interessant zu sehen, ja, dass hier die FDP-Anhänger tatsächlich zu 24% aktiv sind, ja, in sozialen Medien. Ja. Das deutet natürlich auch darauf hin, dass dort einfach der Bildungsgrad höher ist. Ja, denn dann fällt es wahrscheinlich den Leuten leichter zu schreiben oder vielleicht haben sie einfach mehr Spaß dran, machen es deshalb stärker. Ja. Interessant ist übrigens, dass es bei der AfD auch so ist. Ja. Also da ist es ebenfalls so, dass die stark in Erscheinung treten offenbar. Ja. Wobei wir müssen hier dann immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil es ja insgesamt weniger Anhänger gibt, sind die Zahlen natürlich dann auch etwas anders als. Ja, jetzt sind relative Zahlen, ne? Das ist klar. Also die in absoluten Größen sehe das sicherlich ganz anders aus. Also da würden wir natürlich viel weniger FDP oder auch AfD-Anhänger sehen in den sozialen Medien oder nicht nur würden, sondern sehen wir, weil es nur relative Zahlen sind und die beiden Parteien ja eher kleinere Parteien sind. Ja? Das heißt also, die, weiß ich, die 14% SPD-Leute sind wahrscheinlich wesentlich mehr. Ja? Oder die 18% Grünen wahrscheinlich auch mehr absolut, ja? Als das hier aussieht. Aber es ist interessant, die relativen Anteile erstmal zu sehen. Ja, wir gehen mal weiter. Das hatten wir gerade schon mal angedeutet, dass sie selber schreiben, jetzt bei Twitter. Da siehst du, wie die wie häufig kommt es vor, dass Sie sich bei Blogs selber etwas schreiben auf Twitter, jetzt also X, früher Twitter? Eher gering. Und bei den Parteien? Ja, dass auch bei Twitter die meisten doch eher Mitleser sind und nicht aktiv was machen. Ja? So, das, ich habe hier irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass bei, wenn man was von Leuten hört, die nur ein oder zwei Follower haben oder sowas, dass das eigentlich immer Fake-Accounts sind. Und habe das auch mal irgendwo dann getwittert gehabt. Ja, und da war ich sehr überrascht, dass mir sehr, sehr viele Leute mit einem Follower geschrieben haben, das sei eine Unverschämtheit und sie sei ein echter Account. Da muss ich das wirklich revidieren. Also es gibt offenbar sehr viele, die Twitter nutzen, um zu lesen. Ja, sie wahrscheinlich eine Auswahl zu bekommen, eine Vorfilterung von Informationen, ohne aktiv selber Informationen verbreiten zu wollen. Ja, das Medium scheint anders genutzt zu werden, als ich gedacht habe. Ja, aber man muss eben da dann das, was wir vorhin gesehen haben, im Hinterkopf behalten, dass nur zu 15% im Internet die Leute wirklich dann sagen, trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist also das Medium, das die größte Option zur Meinungsmanipulation bietet. Ja, Meinungsmanipulation, weiß ich nicht. Vielleicht im Augenblick auch die meiste Möglichkeit gibt, tatsächlich Positionen mal zu vertreten, weil man dort ja viel stärker diskutiert. Nicht? Also Twitter ist, also macht mir deshalb Spaß, ja, als Medium, weil dort einfach wirklich sehr auch fundiert argumentiert wird. Ja, da ist ja, also man gibt natürlich einige Kreise, die sich nur Schimpfwörter um die Ohren hauen, ja, darauf kommt es nicht an. Gibt andere, die dort jedes Mal wirklich mit guten Argumenten Schlagabtausch machen und deshalb finde ich dieses Medium so interessant. Ja, was übrigens ein kleiner Hinweis ist an unsere Zuschauer, uns auf Twitter zu folgen, ist bestimmt kein schlechter Ansatz. Ja. Pack den Link rein in die Beschreibung. Dann erfährt man dann auch, was wir zusätzlich gefragt haben, was denken die Deutschen eigentlich zu dem Wirtschaftssystem? In welchem Wirtschaftssystem fühlen sie sich am freisten? Und da haben wir eben gefragt, eher bei der sozialen Marktwirtschaft oder im Sozialismus, was ist dort, womit man am meisten oder wo man am ehesten dran denkt? Da sind die Werte ganz klar. Bei Wohlstand denkt man eher an die soziale Marktwirtschaft, weniger an den Kommunismus. Aber guck dir mal an, bei Bürokratie
sich Dinge vorschreiben lassen, sieht man fast keinen Unterschied. Auch also warte mal, dass wir die Sachen mal durchgehen. Ja? Das sind Assoziationen, ja, woran denkt man, wenn man was hört. Ja? Und beispielsweise, wenn wir jetzt Marktwirtschaft hören, dann denken immerhin 73% an Wohlstand. Ja? Genau. Dagegen, wenn wir eher an ein, also sagen wir mal, im weiteren Sinne sozialistisches Wirtschaftssystem denken, dann ist den Leuten schon klar, weil nur noch 28% sagen, das hat was mit Wohlstand zu tun. Ich meine, wir haben die sozialistischen Wirtschaftssysteme ja gesehen. Ja? Also da, glaube ich, entspricht das einfach dem, was man gesehen hat. Und was du jetzt eben gesagt hast, ist, was Bürokratie angeht, verbinden im Augenblick etwa gleich viele Leute, nicht ganz gleich viel, aber etwa gleich viele Leute Bürokratie mit Marktwirtschaft wie mit sozialistischen Systemen. Ja? Also das ist schon interessant. Ja. Ja? Oder auch eine gute Güterversorgung. Ja? Ist den Leuten offenbar sofort klar, das klappt in der Marktwirtschaft viel besser als im Sozialismus. Ja? Aber, dann kommt das Nächste, aber das ist auch mit Gier. Ja? Ist schon wirklich interessant, ja? Zu sehen, dass dann solche Begriffe so assoziiert werden und vor allen Dingen dann in anderen Diskussionen offenbar auch losgelöst verwendet werden. Ja, also in anderen Diskussionen hört man dann eigentlich nur, dass über Gier gesprochen wird, als was Negatives. Und man nicht sieht, dass das hier nun ein anderer Ausdruck ist dessen, dass es eben zu Wohlstand führt. Ja, aber gehen wir mal noch gleich weiter. Hohe Preise, auch eher in der sozialen Marktwirtschaft. Und dann kommt Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung. Mhm. Und erst danach kommen wir dann zu Freiheit. Dass Freiheit der Kern des sozialen Markt, der sozialen Marktwirtschaft ist, das kapieren noch nicht mal mehr 50%. Und ganz nach unten geguckt, menschlich geht es im Kommunismus zu, aber nicht in der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist ein echtes Problem. Jetzt gehen wir mal das weiter. Können nur Leute sagen, die es nie erlebt haben. Genau. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Sie wollen soziale Marktwirtschaft, aber Preise sollen trotzdem kontrolliert werden. Jetzt, das ist die eine der allerersten Fragen, die Frau Nölle-Neumann überhaupt gestellt hat, und zwar im Auftrag von Ludwig Erhard 1948, also frisch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war sozusagen nach der Erfahrung des Nationalsozialismus waren noch 70% der Deutschen der Überzeugung, der Staat soll die Preise kontrollieren. Also das heißt, wir hatten ein ernsthaft sozialistisches Gedankengut direkt nach dem Krieg. Hallo. Ne? Nationalsozialismus hatten die da gerade 12 Jahre. Ja, dann 70%. 20 Jahre weiter, da sind es dann in Anführungsstrichen nur noch 60%. Also da haben sie mittlerweile Erhard und Adenauer und so weiter erlebt. Sie haben das deutsche Wirtschaftswunder erlebt, aber sagen trotzdem noch zu 60%, der Staat soll die Preise kontrollieren. Und jetzt, im Dezember vor 3 Wochen, plötzlich der große Wandel. Nur noch 34% sagen, der Staat soll es machen. Und eine kleine, hauchdünne Mehrheit, die eben eher der Ansicht ist, der Staat soll sich bei den Preisen raushalten. Das interessantes Ergebnis, ja. Dass wir hier, was Preise angeht, ja, erstaunlicherweise freiheitlicher geworden sind, als wir das früher waren. Leider genau. Ist es im Augenblick, glaube ich, genau andersrum. Die Bevölkerung hat sich in die Richtung entwickelt und die Politiker waren immer genau andersrum. Ja. Da kommen wir gleich dazu, weil jetzt erstmal fest anschnallen, Gurt anziehen. Sie wollen es nicht, aber dann, wenn es um Mieten geht, wollen sie es doch. Mhm. Ja, also immer 30%, genau, haben hier gesagt, sie wollen tatsächlich Mietobergrenzen haben. Ja, jetzt in deinem neueren Jahr noch 64%, die das sagen. Ja, und verstehen nicht, dass sie damit einen Mangel heraufbeschwören. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. Ganz viele sagen, wie kann man denn nur so herzlos sein, dann können sich die Leute den Wohnraum nicht leisten und verstehen nicht, dass wenn man mit solchen Mietobergrenzen ankommt, das Gegenteil passiert, wie das, was man erreichen möchte, nämlich wir machen Wohnraum zur Mangelware. Sehr klar, weil er dann einfach nicht geschaffen wird. Ja? Aber es ist faszinierend, ja, dass also bei den Mieten auf einmal so getan wird, als wären das andere Preise als bei anderen Gütern. Genau, und jetzt noch bei Lebensmitteln, ist nicht ganz so extrem, aber selbst da wollen diejenigen, die sagen, das bessere System ist die soziale Marktwirtschaft, gleichzeitig sagen, ja, aber bei den Preisen, da soll der Staat ruhig eingreifen. Ja, und zwar für Grundnahrungsmittel. Ne? Also hier neueste Zahlen, ja, das heißt, sind die eigentlich sogar in beiden Fällen fast gleich. Ja? Also in diesem Jahr sagen 46% fänden es gut, ja, wenn der Staat Obergrenzen für Grundnahrungsmittel festlegen würde. Ja? Ist zum Haare ausraufen, weil natürlich jeder weiß, was dann passiert. Dann haben wir eben danach zu wenig Grundnahrungsmittel. Ja? Dann sind es zwar theoretisch billig, aber praktisch kriegt man sie nicht. Ja, und woher kommt das?
Das kommt daher, wenn wir jetzt uns einfach nur mal die Werte anschauen, wie in der Zeit der Ampelkoalition in den deutschen Leitmedien berichtet wurde. Dann siehst du hier die graue Linie, die sich immer mehr wie ein wie die Alpen aufbaut. Industriepolitik, Industriepolitik, Industriepolitik. Was ist Industriepolitik? Industriepolitik sagt nichts anderes als, der Staat kann es richten. Der Staat kann Arbeitsplätze schaffen, der Staat weiß es besser und so weiter. Und die Position, die das Gegenteil behauptet, also Ordnungspolitik, die ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und das ist eines der Beispiele, wo man eben erkennen kann, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wenn die Menschen zu wenig Alternativen sehen, wenn ARD, ZDF, Deutschlandfunk eben nicht das machen, was sie machen sollen, zur Integration beitragen, also beides zeigen. Wir erinnern uns noch an die Grafik Drosten-Streeck. Wenn die eben nicht 50-50, mehr oder weniger, sichtbar sind mit dem, was sie vorschlagen, dann fällt es unheimlich schwer, Position zu beziehen. Insbesondere in einem Land, wo man mittlerweile die Erfahrung gemacht hat, es ist nicht besonders gut, wenn man seine Meinung sagt. Naja, deshalb gibt es ja das öffentlich-rechtliche oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, der ist ja genau dafür geschaffen worden, dass wir dort eben so eine Pluralität haben der Meinungen, ja, damit sowas eben nicht passiert. Ja. Und deshalb ist es katastrophal zu sehen, dass offenbar selbst dort es sich inzwischen eingebürgert hat, dass eben hauptsächlich eine Richtung dargestellt wird. Ja. Genau. Aber ich hätte mich nicht zu unserer Sendung bereit erklärt, so kurz vor Heiligabend, wenn ich dir nicht ein Geschenk mitgebracht hätte. Und das ist dieses hier. Zum Abschluss. Wenn wir die Menschen fragen, was wollt ihr im Zweifel? Wollt ihr lieber Freiheit oder wollt ihr lieber Gleichheit? Guckt ihr das Ergebnis an. Das hat es noch nie gegeben, dass so ein Riesensprung von 47% auf 56 nach oben sagt, im Zweifel bin ich lieber für die Freiheit. Aber, was mindestens so wichtig ist, mit 12% runter von 41 auf 29, dass die Menschen sagen, im Zweifel will ich lieber Gleichheit. Mhm. Das hat es noch nie gegeben in dieser Deutlichkeit. Also in den letzten 12 Monaten hat sich vieles getan, einiges zum Schlechten. Aber wenn ich das sehe, vieles zum Guten und zum Abschluss sozusagen, das ist die Lösung. Mir fehlen Politiker, die eine deutliche Sprache sprechen und die Dinge beim Namen nennen. 56%. Das heißt, wir wollen weg von diesem Hin- und Her-Genuschel und nicht klar Position beziehen, sondern die Deutschen wollen klare Kante haben. Sie wollen wissen, wer ist für A, wer ist nicht für A, damit sie sich eben dann selber einen Eindruck bilden können. Mhm. Also was haben wir hier für Sachen? Also mir fehlen Politiker, die eine deutliche Sprache sprechen. Ja, ich glaube, wenn man die alte Politikergeneration, also ganz alte, ja, noch mitgekriegt hat oder sich jetzt vielleicht auch Aufnahmen ansieht von den Politikern vor unserer Zeit, die haben, glaube ich, schon eine deutlich klarere Sprache gesprochen. Ja, also wenn man so ganz alte Rundfunkaufnahmen und sowas sich anguckt, ja, da finde ich, die haben wirklich mehr Position bezogen. Und erstaunlicherweise ist es ja das, was die Leute sich wünschen. Ja. Aber damit sind wir wieder ein bisschen beim Anfang. Selbst die Politiker trauen sich ja nicht so ganz richtig, offenbar ihre Meinung zu sagen. Ja. Sonst hätten wir das ja wahrscheinlich. Ja. Aber ich denke, dass sich das eben jetzt ändert, weil zum einen natürlich die Leitmedien den Freiheitsindex genau studieren, aber natürlich auch die Politiker. Und die Politiker, die oft, wie du es vorhin eben gesagt hast, sagen, na, dann spreche ich es nicht so klar aus, wenn die jetzt feststellen, das ist aber genau das, was die Menschen wollen. Und dass die Menschen halt, das ist ja das Hauptbekenntnis, sich für Freiheit, also dass sie es selbst auswählen können. Du bist deines Glückes Schmied, du kriegst das selber hin. Das ist die zentrale Botschaft. Und mit dieser zentralen Botschaft kann man, glaube ich, gut in das nächste Jahr gehen. Ja, das ist vielleicht wirklich ein gutes Wort zum Jahresende. Ja. Wenn in diesem Jahr tatsächlich die Leute im Zweifel zwischen Gleichmacherei, so muss man ja fast sagen, und Freiheit entscheiden wollen, dass dann plötzlich eine ganz starke Mehrheit sagt, dann wollen wir lieber die Freiheit haben. Ja. Und zwar wirklich sehr viel, ja, wie 56% ja, gegenüber 29%. Das ist der stärkste Wert, ist der überhaupt in der ganzen Zeit hier gemessen wurde. Dann ist tatsächlich eine gute Nachricht. Ja. Und die Grafik kann sich jede Redaktion ins Redaktionszimmer hängen und sich immer wieder dran orientieren, egal ob sie Themen aus Gesundheit, aus der Wirtschaft, aus der Politik begleiten. Das ist das, was die Menschen wollen. Und dann ist die Frage,
Ist das Angebot, was Sie in Ihrer Zeitung, im Radio und im Fernsehen machen, entspricht das dem oder nicht? Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wirklich ein schönes Jahresabschlussgeschenk, was wir hier haben, ja, in diesem Ergebnis. Darf ich trotzdem noch mal ganz kurz auf etwas kommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben? Wenn du noch mal ganz kurz zurückscrollst, ich glaube, das war Seite 3 oder sowas mit der freien Meinungsäußerung. Ich habe es ja nicht so mit der IT, deswegen scrollen kann ich nicht, aber meinst du das? Ja, genau, das meinte ich. Ja? Vielleicht sollen wir noch mal hier reingehen. Sagst du noch mal ganz kurz, was auf dieser Grafik drauf ist? Hier können wir einfach sehen, dass sich der Trend, dass die Menschen sich trauen, ihre Meinung frei zu sagen, dass der Trend ganz klar in Richtung geht, sie trauen sich nicht mehr. Wir haben seit 70 Jahren die Frage gestellt, also Allensbach hat die Frage seit 1953 gestellt und noch nie war der Wert so schlimm wie 2023. Ja, also das heißt, was wir hier sehen, ist die durchgezogene Linie, die sagt uns, die Leute sagen, ja, man kann seine Meinung frei äußern. Und wenn wir zurückgehen zu dem Jahr 1990, also direkt nach der Maueröffnung, dort sind es etwa 80%, also 78%, die sagen, ja, man kann das machen. Ja, man kann seine Meinung frei äußern, was ja eigentlich für eine freiheitliche Gesellschaft auch so sein sollte. Und interessanterweise eben gemeinsam in Ost und West. Ja, da sind wir beide zusammengefasst worden. Genau. Hier drin. Ja. Ne? Und dieser Wert von denjenigen, die sagen, ja, das kann man, kann seine Meinung frei äußern, der geht schleichend immer weiter zurück. Also der geht dann erstmal, genau, weil im Jahr 94, ein paar Jahre später, ist er um 4 Prozentpunkte gesunken, dann ist er auf 72% gesunken, dann ist er auf 66% gesunken. Das ist so ein schleichender Prozess. Und man muss sich vorstellen, dass ja in dieser Zeit die Leute immer eher das Gefühl hatten, sie können eben nicht frei ihre Meinung äußern und es aber nie von einem Jahr zum anderen völlig drastisch war, sondern immer so schleichend ist, sodass man gar nicht so richtig merkt, was gerade passiert. Da gibt es immer diese Metapher von dem Frosch, ja, der im Wasser immer weiter erhitzt wird und gar nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird. Ja. Und so geht dann dieser Wert immer weiter runter. Und was das wirklich Entsetzliche bei dieser Kurve ist, das ist ja, dass im Jahr 23, also jetzt, dieser Wert von Leuten, die sagen, man kann frei seine Meinung äußern, auf 40% abgesunken ist. Ja, das musst du dir mal reinziehen. Also 40% sagen das nur noch, ja, wogegen 44% sagen, nee, das kann man nicht mehr. Ja, und das ja, ist zum ersten Mal, dass ja, sich das, dass die Linien sich schneiden. Mehr Leute sagen, ich traue es mich nicht mehr. Es ist besser, dass man vorsichtig ist, als dass die sich an Luther orientieren. Hier stehe ich kann nicht anders. Das ist die Katastrophe. Ja, also das ist schon wirklich sehr verheerend. Ja, das ist für meine Begriffe eine Sache. Da muss man sich wirklich angucken, woran das liegt. Ja, das ist im Augenblick scheint irgendetwas in der öffentlichen Meinung passiert zu sein, öffentlich oder Meinungsbildung passiert zu sein, was das eben komplett verhindert. Ne? Genau, das kann ich in drei Stichpunkten kurz erklären. Das ist, wenn du 16 Jahre Merkel-Regierung hast, wo Frau Merkel immer, egal um was es ging, ein Problem tauchte auf, sie kam mit etwas und belegte es dann mit dem Wort alternativlos. Ja, ich meine, alternativlos ist ja sowieso ein Begriff, der kann einem ja wirklich nur die Tränen in die Augen treiben, ja, denn so ist es, genau. Soll es denn keine Alternative geben? Ja? Wenn die Frau, die wir in das mächtigste Amt gewählt haben, ständig über 16 Jahre, egal ob das die Griechenland-Krise war, ob das der Euro war, egal um was es ging und dann bei Covid, immer nur mit einem kommen kann, alternativlos, das ist der Hauptpunkt. Wenn du dann zweitens öffentlich-rechtliches Fernsehen hast und Radio, die nicht Vielfalt bringen, sondern nur dieses alternativlos wie ein Mantra vor sich hertragen und dann nicht mehr Journalisten sind, sondern zu Regierungssprechern mutieren. Dann hast du den zweiten Punkt, weshalb man erklären kann, warum diese Linie so ist, wie sie ist. Und du hast das Beispiel vom Frosch gewählt, der nicht kapiert, dass er demnächst gar ist und zur Froschsuppe wird. Es gibt das andere Beispiel von dem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug stetig im Sinkflug ist, kriegt das keiner im Flugzeug mit, weil es ja einfach nur sinkt. Und wenn du dann in der Höhe von 100 Metern bist und den Boden schon siehst und da erst dann feststellst, dass dein Pilot tot ist und einen Herzinfarkt hast, dann ist die Besatzung nicht mehr zu retten. Dann kommt es zum Crash. Und deswegen mache ich den Freiheitsindex. Das ist hier keine sozialwissenschaftliche Übung. Das ist ein Röntgenblick der Gesellschaft. Und dieser Röntgenblick sagt uns ganz klar, wir können so nicht weitermachen.
Ja, was wir hier haben, ist tatsächlich so eine Art Höhenmesser, ja, der uns sagt, wie weit sind wir denn schon im Sinkflug gewesen, ne? Und das Genau. Erstaunliche ist, dass man das eben nicht im täglichen Leben einfach so auf einer absoluten Skala wahrnimmt. Man merkt so kleine Veränderungen oder so etwas, aber diese drastische Änderung über den langen Zeitablauf hinweg, die haben, glaube ich, die meisten so überhaupt nicht auf dem Radar. Ja, dass also von 1990, wo es wirklich als freiheitliches Land empfunden worden ist, runtergesunken ist auf eins, in dem die Mehrheit überzeugt ist, man kann nicht mehr frei seine Meinung sagen, das ist schon ein starkes Stück. Genau, und du merkst das im Prinzip, jeder erlebt, wie er bei der Deutschen Bahn früher oder später gekidnappt wird. Er hat das Ticket gekauft, er wollte von A nach B reisen, zu einer bestimmten Zeit ankommen und er kommt nicht an. Da denkt man, gut, das ist nur der Zug. Aber dann redest du mit deinen Kindern und stellst fest, deine Kinder haben gar keine Lehrer mehr, die ihnen Musik unterrichten. Und nicht mehr keine Musiklehrer, sondern generell ist der Ausfall von Schule das neue Normal. Dann versuchst du irgendetwas zu bekommen und der Bürokratismus nimmt dir die Luft zum Atmen. Und so guckst du Bereich für Bereich für Bereich und stellst fest, dass Deutschland im Jahr 2023 hat mit dem Deutschland von 1990 nicht mehr so sehr viel zu tun. Und es ist erstaunlich, dass man für so etwas dann eben doch am Ende Studien braucht. Ja? Also ich kenne das schon in den Kommentarspalten, steht häufig unten drunter, nein, das wussten wir ja auch so. Nee, das wussten wir eben nicht so. Sondern es gibt einige, die diese Empfindung haben, ja, und das Gefühl haben, das ist tatsächlich so, gibt schon einige, die das merken. Aber es gibt eben gleichzeitig sehr viele, die es einfach nicht mitkriegen, wie drastisch diese Änderungen sind, weil sie eben schleichend erfolgen. Ja, gut, sehr interessant, was wir hier hatten. Die Studie selber, die kann man bei dir, glaube ich, runterladen, oder? Genau, frei zum Download, kostet nichts, einfach www.mediatenor.de und dann hat man sie. Okay, ich blende das unten, also ich blende es ein, ich schreibe es unten in die Videobeschreibung, dass man da hin kann. Vielleicht haben wir ja noch einen genaueren Link. Ich kenne das schon, da sind die Leute auf der Internetseite und finden sonst die Studie nicht. Ja? Also Einfach nur links oben gucken, es ist ein Klick, ein Blick, es ist direkt dort und die sich für die detaillierten Untersuchungen zu ARD und ZDF interessieren, die finden es auch auf der Website. Das nennt sich die ARD Deutschlandfunk ZDF Gremien Tischvorlage und ist gemacht für alle Fernsehräte und Rundfunkräte. Jede Woche ein anderes Thema. okay, sehr gut. Also, wer das möchte, kann gerne nachlesen. Die anderen, die sagen, Lesen ist viel zu anstrengend, die machen jetzt was anderes. Die abonnieren nämlich meinen Kanal, wenn sie das nicht schon längst getan haben. Ansonsten, Daumen hoch für das Video wäre natürlich auch nicht so wahnsinnig schlecht. Und in dem Sinne, Roland, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja echt ganz schön lang gesprochen. Willst du noch Famous Last Words loswerden? Nein, ich denke, wir enden mit der Grafik, die ich dir am Ende gezeigt habe, mit der Freiheit und freuen uns, dass es Alternativen gibt. Es muss nicht so enden. Wir wissen, wie wir es besser machen können. Ja, sehr schön. Das heißt, wir wissen zumindest ein Aspekt im Freiheitsindex zeigt nach oben, sodass wir das Jahr 2024 damit dann richtig beginnen können. In dem Sinne, freut mich für alle, die, oder ich freue mich über alle, die bis hierher zugehört haben. Und ansonsten, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss, vielen Dank.